Ein Licht am Ende des Tunnels, die Begegnung mit verstorbenen Verwandten, das bloße Gefühl, traumlos geschlafen zu haben. Menschen, die schon mal eine Nahtoderfahrung hatten, berichten über die verschiedensten Dinge und Empfindungen. Laut einer repräsentativen Umfrage haben etwa 4% der Deutschen schon einmal eine Nahtoderfahrung gemacht. Aber was sind Nahtoderfahrungen genau und wie oder wann treten die auf? Ihr habt euch das Thema gewünscht und deswegen schauen wir uns heute mal die Fakten an. Außerdem, und darauf bin ich mega gespannt, schauen wir uns eure Erfahrungen rund um den Nahtod an. Willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Los geht's! Nach meinem Video zu Wave of Death haben mich eine Menge Kommentare von euch erreicht, in denen ihr euch ein Video zum Thema Nahtoderfahrung gewünscht habt. Viele haben sogar ihre eigenen Erfahrungen mit mir geteilt. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für all eure Geschichten. Erstmal will ich wissen, ab wann spricht man eigentlich von einer Nahtoderfahrung? Vom Nahtod spricht man, wenn der Patient klinisch tot war und reanimiert wurde. Der Begriff Nahtoderfahrung ist allerdings nicht klar definiert. Pim van Lommel, ein niederländischer Kardiologe und Nahtodforscher, fasst unter diesem Begriff zum Beispiel auch schwere Erkrankungen, die nicht unmittelbar lebensbedrohlich sind, zusammen. So können also solche Erfahrungen zum Beispiel auch während einer Depression, einer Isolation, einer Meditation oder auch vor einem unmittelbar bevorstehenden Verkehrsunfall auftreten. Wie diese Erfahrungen bei jedem Einzelnen ausfallen, was er oder sie sieht, spürt und wahrnimmt, das ist ziemlich unterschiedlich. Und hier habe ich mal ein paar Geschichten von euch und es ist interessant, weil die Erfahrungen unterschiedlich sind. Jemand schreibt zum Beispiel, dass er mit 13 Jahren eine ziemlich krasse Nahtoderfahrung hatte, ausgelöst durch eine Mandelentzündung bei einer OP. Ja, und es gab Komplikationen. Und hier ist interessant, also die Person hat wohl eine göttliche Kraft gespürt, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass sie nicht wie viele den OP-Tisch von oben gesehen haben. Das ist ja was, was man immer wieder hört, dass man von oben auf das Geschehen hinunterblickt. Und da gab es tatsächlich eine Studie zu, die wir uns gleich noch anschauen. Ja, und ich habe dann nochmal nachgefragt, wie denn dieses göttliche Gefühl genau war. Und hier wurde es als Vertrauen beschrieben. Also als hätte man das Gefühl gehabt, als hätte man diese Lebenssituation ja zuordnen können. Ganz viele andere Erfahrungen, die mir geschrieben wurden, haben immer ein helles Licht beinhaltet. Also Leute zum Beispiel, die gesagt haben, ich hatte die Erfahrung, dass ich fast ertrunken wäre, die haben halt ein helles Licht gesehen. Oder auch Großeltern, die erzählt haben, dass sie halt nah am Tod waren, einen Herzinfarkt hatten oder ähnliches. Und auch dann kam dieses helle Licht vor. Und wir wollen uns jetzt mal die Wissenschaft dahinter anschauen und verstehen, was das denn für Erfahrungen sein könnten und wie man das Ganze vielleicht wissenschaftlich erklären kann. So richtig geforscht wird an Nahtoderfahrungen tatsächlich noch nicht so lange. Natürlich haben sich schon Platon und Aristoteles darüber Gedanken gemacht, was mit dem Geist passiert, wenn der Körper stirbt. Aber so richtig wissenschaftlich wurde es erst vor gut 50 Jahren. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass sie solche Nahtoderfahrungen meistens von Menschen hören, die eben schon mal klinisch tot waren und wiederbelebt wurden. Dass wir Menschen überhaupt aktiv reanimieren können, liegt, das sagen zumindest einige Experten, an einem bestimmten Buch, das ABC der Wiederbelebung von Peter Saffer. In diesem Buch beschreibt der österreichisch-amerikanische Arzt 1957 zum ersten Mal, wie man Menschen durch Beatmung und Herzmassage nach einem Herzstillstand wiederbeleben kann. Krass, oder? Ich finde es erstaunlich, dass es gar nicht so lange her ist. Nochmal später, erst in den 70er Jahren, wurde die Forschung an Nahtoderfahrungen dann erst zur Wissenschaft, wenn auch ziemlich umstrittene Wissenschaft. Psychiater und Sterbeforscher haben in dieser Zeit angefangen, hunderte von Nahtodberichten zu sammeln. Die Forschung damals bestand aber hauptsächlich darin, diese Berichte und Erlebnisse zu sammeln und zu analysieren. Schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. 2014 hat man die Ergebnisse der bisher größten Studie zur Nahtoderfahrung veröffentlicht. Die Studie wurde mit über 2000 Testpersonen an 15 Krankenhäusern in Großbritannien, den USA und Österreich durchgeführt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten herausfinden, ob und welche Erfahrungen ein Mensch im Zusammenhang mit dem Tod macht. Unter anderem wollte man herausfinden, ob Menschen tatsächlich außerkörperliche Erlebnisse haben können. Es gibt Berichte von Menschen, die klinisch tot waren, wiederbelebt wurden und danach erzählt haben, sie hätten ihren Körper verlassen und von oben auf sich selbst und die Ärzte hinuntergeschaut. Teilweise konnten sie sogar wiedergeben, was genau die Ärzte gesagt oder getan haben. Und jetzt wird's richtig spannend, denn um das zu überprüfen, hat man auf einigen der Intensivstationen Fotos so versteckt, dass man sie vom Boden aus nicht sehen kann, also nur von oben. Und ich finde es tatsächlich interessant, wie simpel manche wissenschaftliche Studien dann plötzlich sein können. Würde es stimmen, was die Leute erzählen, dann müssten die ja diese Bilder sehen, wenn sie während ihrer Reanimation unter der Decke schweben. Die Studie lief ganze 5 Jahre und zeigt ein Problem auf. Von den 2060 Untersuchten haben nur 330 den Herzstillstand überlebt. Ganz kurz zum Verständnis, man hat den Menschen den Herzstillstand natürlich nicht künstlich zugefügt, sondern Menschen, die zum Beispiel mit einem Herzstillstand ins Krankenhaus kamen, die wurden dann halt danach untersucht, wenn sie es überlebt haben. Naja, von den Überlebenden waren nur 140 danach imstande, ein Interview mit den Wissenschaftlern zu führen und nur knapp 100 konnte man ausführlicher befragen. Das Ergebnis, nur 9 konnten sich daran erinnern, gestorben
gestorben zu sein und nur zwei Patienten haben von außerkörperlichen Erfahrungen erzählt. Einer der zwei konnte danach aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter befragt werden und der eine Patient, der übrig geblieben ist, wurde in einem Raum wiederbelebt, in dem diese Bilder nicht versteckt waren. Das Problem, vor dem die Forschung jetzt steht, ist, dass man zwar die vermeintlichen Nahtoderfahrungen von diesen insgesamt 11 Leuten sehr ernst nimmt, aber dass es statistisch einfach zu wenige sind, um daraus klare Schlüsse zu ziehen. Warum genau manche Menschen Nahtoderfahrungen machen und warum andere nicht, das ist bis heute noch nicht geklärt. Man ist sich mittlerweile aber einig darüber, dass solche Erlebnisse nichts mit Religion oder Kultur zu tun haben. Oder besser gesagt, die Religion oder Herkunft eines Menschen bestimmt nicht, ob man Nahtoderfahrungen machen kann oder nicht. Das finde ich ganz interessant, weil man das ja oft miteinander vermischt. Man geht aber davon aus, dass unsere Kultur und Religion den Inhalt dieser Erlebnisse beeinflusst und vor allem, wie man diesen Inhalt interpretiert. Man hat auch mal verglichen, wie unterschiedlich Menschen aus den USA und Menschen aus Deutschland mit ihren Nahtoderfahrungen umgehen. Dabei hat man herausgefunden, dass solche Erfahrungen für viele Amerikaner lebensverändernd sind. Viele werden danach religiös oder ändern ihr Leben komplett. Bei den Deutschen sieht das etwas nüchtern aus. Die Studie hat ergeben, dass wir allerhöchstens unsere Sichtweise aufs Leben ändern, ohne dabei größere Konsequenzen zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich kommt es da auf jedes Individuum an und es gibt auch kein richtig und kein falsch. Für viele Menschen, die so etwas schon mal erlebt haben, ist das ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Eine kleinere Studie von 2017 hat gezeigt, dass Menschen sich an solche Nahtoderlebnisse, egal ob die jetzt real sind oder nur Halluzinationen, besser erinnern können als an Dinge, die tatsächlich in der Realität passiert sind. Das zeigt, dass zumindest für die Leute, die es erlebt haben, diese Nahtoderfahrungen mehr als real sind. Interessanterweise hat man ähnliche Erlebnisse bei Menschen festgestellt, die halluzinogene oder psychoaktive Drogen zu sich genommen haben, zum Beispiel im Rahmen von religiösen oder spirituellen Zeremonien. Bei Untersuchungen von Patienten, die an Epilepsie leiden, konnte man solche außerkörperlichen Erlebnisse sogar künstlich, quasi per Knopfdruck hervorrufen, indem man ein bestimmtes Hirnareal stimuliert hat. Das spricht dafür, dass solche Nahtoderfahrungen nichts anderes sind als unser Gehirn, das uns einen Streich spielt. Ganz klar ist, es gibt verschiedene Ansätze, aber wissenschaftliche Belege existieren für Nahtoderfahrungen nicht. Oder sagen wir noch nicht. Für viele Forscher handelt es sich bei den beschriebenen Erfahrungen um komplexe Halluzinationen. Sie fallen laut ihnen also unter sogenannte außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen. Andere Wissenschaftler verneinen die reelle Existenz von Nahtoderfahrungen, sogar weil sie der Meinung sind, dass die Hirnaktivität nach einem Herzstillstand oder dem Stopp der Nährstoffversorgung endet und keine koordinierten Abläufe mehr möglich sind. Diejenigen von euch, die fleißig diese Videos hier schauen, die wissen aber, dass es auch da neue Erkenntnisse gibt. Ich habe euch ja in meinem Video zur Wave of Death schon erzählt, dass man mittlerweile herausgefunden hat, dass das Gehirn kurz vor dem Tod sozusagen noch einmal voll aufdreht. Oder etwas wissenschaftlicher ausgedrückt, die Hirnaktivität steigt nach einem Herzstillstand noch einmal stark an, was mit Nahtoderfahrung unmittelbar zusammenhängen könnte. Tierversuche haben gezeigt, dass einige Zeit nach dem Herzstillstand auffällige, synchrone Muster von Gamma-Hirnwellen gemessen werden können, also ob das Gehirn wach oder extrem stimuliert würde. In dieser Zeitspanne könnte es also sein, dass Patienten mit intaktem Bewusstsein durch das in die Höhe schießen der Hirnaktivität Nahtoderfahrungen machen, an die sie sich nach einer Reanimation zurückerinnern können. Abschließend lässt sich also sagen, auf dem Forschungsgebiet der Nahtoderfahrung scheiden sich die Geister. Die Wissenschaft steht hier aber auch vor einer kniffligen Aufgabe. Wie soll man denn höchste subjektive Berichte überhaupt überprüfen? Und eine Sache ist mir bei der Recherche klar geworden, für viele Menschen, die so eine Nahtoderfahrung haben, ist das am Ende ein glücklicher Moment. Sie fühlen sich frei von Schmerzen, ohne ein Gefühl für Raum und Zeit. Sie erinnern sich an diese Erfahrung bis an ihr Lebensende. Und viele verlieren durch dieses Erlebnis die Angst vor dem eigenen Tod. Das ist was, was ich für mich daraus ziehe. Das Ganze hat auch eine positive Seite. Vielleicht ist der Tod nicht so schlimm, wie wir uns das oft ausmalen in unserer Kultur. Wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, hier wie versprochen das Video zur Wave of Death, wo ich mal geschaut habe, was sonst noch so alles im Gehirn passiert, wenn man stirbt. Ich möchte mich zum Schluss nochmal ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die mir diese Erfahrung bei Instagram geschrieben haben. Das fand ich auf jeden Fall super spannend und vor allen Dingen, es war ein sehr schönes Zeichen, dass ihr mir so vertraut, dass ihr mir das geschrieben habt.